Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Welt in Buchstaben. Ich bin Eva und ich möchte euch heute meine Neuzugänge des Monats Juni vorstellen. Und ich weiß, ich habe eine Kleinigkeit für euch, also bleibt bis zum Ende dabei, dann könnt ihr was gewinnen. Viel Spaß! Stapel an Neuzugängen möchte ich euch vorstellen, der hat mich in diesem Monat erreicht. Und ich habe die letzten Monate so wenig Neuzugänge gehabt, da ist dieser Stapel echt bombastisch und da klingelt ein Telefon. Da hat sich wer verwählt. So, ich möchte anfangen mit den ersten Büchern, die mich in diesem Monat neu erreicht haben. Und zwar ist das einmal der zweite Band von Paper Princess und der dritte Band von Paper Princess, Paper Prince und Paper Palace. Ich habe mittlerweile den zweiten Band beendet, nachdem ich den ersten natürlich auch beendet habe. Der hat mich ja erst im letzten Monat erreicht. Und ich habe auch Paper Palace schon fast durch. Ich bin mittlerweile, ja, viel brauche ich nicht mehr. Es sind auf jeden Fall keine 100 Seiten mehr und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ausgeht und ich will es auf jeden Fall in diesem Monat noch beenden. Also dürft ihr auf jeden Fall dabei bleiben und meinen Kanal verfolgen, denn an einem der nächsten Samstage, vielleicht sogar schon kommenden Samstag, habt ihr auf jeden Fall eine Rezension zu diesen drei Büchern, zu dieser Trilogie auf meinem Kanal. Eventuell, wenn ich es geschafft habe, dieses Buch zu beenden vorher, dann ist sogar letzte Woche schon eins online gegangen. Dann dürft ihr gerne unten in der Infobox einmal reinschauen, da habe ich euch dann die Rezension natürlich schon verlinkt. Eventuell ist sie noch nicht da, dann bleibt einfach gerne dabei und lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Weiter geht es mit den Büchern, die mich aus einem Tauschpaket von der lieben Svenja erreicht haben. Ein Link zu ihrem Blog findet ihr übrigens unten auch in der Infobox, da dürft ihr sowieso generell einmal vorbeischauen. Und der erste Band, das erste Buch, das in diesem Paket mit dabei war, ist Day Hunter von Jocelyn Drake. Jägerin der Macht. Nein, Jägerin der Nacht. Das ist allerdings der zweite Band. Den ersten habe ich tatsächlich noch nicht. Der lag allerdings auf ihrem aussortierten Stapel und den musste ich einfach haben. Also da war ich so, yeah, Mensch, die Reihe wollte ich auf jeden Fall schon mal lesen. Und ihr seht, das ist aus dem Lux Verlag und ich liebe den Lux Verlag ja total. Also zumindest diese Fantasy-Sachen aus dem Lux Verlag. Und deswegen ist das eine Reihe, die ich auf jeden Fall noch mal lesen möchte. Weil es jetzt allerdings ein zweiter Band ist, will ich euch mal nicht vorlesen, worum es geht. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Buch. Auch dieses Buch hat mich aus dem Tauschpaket erreicht. Elfenseele zwischen den Nebeln von Michelle Harrison. Witzigerweise ist das auch ein zweiter Band und es ist eben der zweite Band, den sie mir zugesagt hatte. Deswegen hatte ich im letzten Monat als Neuzugänge den dritten Band, weil der erste sich bereits auf meinem Sub befindet und somit auch in meinen Regalen natürlich. Genau, wenn ihr aufmerksam mein Weekend Forever geguckt habt, das letzte Woche, also nicht das letzte, sondern das davor, dann habt ihr natürlich diese Bücher auch in den Videos schon gesehen. Aber trotzdem möchte ich es auch mal als Neuzugang bei mir aufzählen. Und jetzt kommen wir zu den Büchern, die in dem Goodie Bag der LBC Convention war. Der Litblock Convention. Ja, in dem Goodie Bag. Da waren diese Bücher drin. Wenn ihr das Video zu der Litblock Convention Goodie Bag schon gesehen habt, dann werden euch diese Bücher jetzt bekannt vorkommen. Aber ich hatte in dem Video schon mal angekündigt, dass nicht alle Bücher was davon für mich sind. Deswegen bleibt jetzt gerne mal dran, denn vielleicht ist ja so eine kleine Überraschung mit dabei. Moritz Neten Jacob, Milchschaumschläger, ein Kaffeeroman. Ist das nicht ein cooles Cover? Ich mag diesen Zeichenstil tatsächlich sehr gerne. Und weil das kein zweiter Band ist, darf ich euch jetzt nochmal vorlesen, worum es geht. Daniel hat die Nase voll von seinem Job. Mutig wirft er alles hin und erfüllt sich gemeinsam mit seiner Frau Aileen einen alten Traum. Das eigene Café. Jetzt hat er nur noch ein einziges Problem. Die Realität. Ich weiß noch nicht so genau, ob das vielleicht doch ein Buch für mich ist. Es sind keine 350 Seiten, deswegen könnte ich es tatsächlich mal anlesen. Das Buch wird auf jeden Fall erstmal in meinem Regal bleiben. Deswegen habe ich es auch als Neuzugänge mit aufgezählt und dann schauen wir mal, was damit passiert. Das Leben fällt, wohin es will, von Petra Hülsmann mit diesem schönen sommerlichen Cover.
ist das nicht so voll strandeinladend. Also ich finde, das ist definitiv ein Buch, das man super schön mit an den Strand nehmen kann. Würde auf jeden Fall dekomäßig sehr gut reinpassen. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest du besser nicht den Kopf hängen lassen. Party, Spaß und Freiheit, das ist für Marie das Allerwichtigste und sie liebt ihr sorgenfreies Dasein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ihre Schwester Christine schwer erkrankt und sie darum bittet, sich während der Behandlung um ihre Kinder zu kümmern. Und nicht nur das. Marie soll auch noch Christines Posten in der familieneigenen Werft für Segelboote übernehmen. Darauf hat Maria mal so überhaupt keinen Bock. Und auf ihren neuen Chef, den oberspießigen Daniel, erst recht nicht. Während sie von einem Chaos ins nächste stolpert, wird ihr jedoch klar, dass es Dinge im Leben gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und dass manches einen ausgerechnet dann erwischt, wenn man es am wenigsten erwartet. Zum Beispiel die Liebe. Und damit haben wir es auch schon. Die Segelboote, das weist doch schon mal total auf, naja, auf das Strandfeeling hin irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht, wo das Buch spielt, aber es könnte sich schon sehr nach Nordsee anhören. Deswegen behalte ich das auch erstmal in meinem Regal, denn ich wohne ja gar nicht so weit weg von der Nordsee und eigentlich habe ich noch nicht so viele Bücher gelesen, die dort spielen. Vielleicht ist es auch Ostsee. Mal gucken. Und nun kommen wir auch schon zu meinem letzten Neuzugang in diesem Monat. Wobei, mal schauen, ob der das bleibt. Anna Stothart, Museum der Erinnerungen mit diesem schönen Diogenes-Cover. Ich weiß, einige von euch mögen diese Coverart. Katie ist 10, als sie Jack kennenlernt. Sie verbringen einen unbeschwerten Sommer an der englischen Küste miteinander. Katie ist 21, als sie vor einem Mann flieht, der Rache mit Liebe verwechselt. Katie ist fast 30, als dieser Mann sie findet und ihr Leben zu zerstören droht. Und genau dieses Buch möchte ich nun an euch verlosen, denn ich weiß, es gibt da draußen jemanden, der dieses Buch unheimlich gerne in seinem Regal wissen möchte und der es auch unbedingt lesen möchte. Und klar, für mich hört sich der Inhalt jetzt auch sehr interessant an, aber ich glaube einfach nicht, dass das für mich ist und dass das was für mich ist. Und auch das Cover schreckt mich tatsächlich schon so ein bisschen ab, weil ich Diogenes einfach nicht so sehr Fan von bin. Aber das soll ja mich nicht daran hindern, dieses Buch an jemanden zu geben, der es sehr gerne haben möchte. Und deshalb dürft ihr euch jetzt in den Kommentaren verewigen und mir schreiben, ob ihr A, erstmal überhaupt an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Vielleicht gibt es auch welche, die so kommentieren und nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wenn ihr dran teilnehmen wollt, dann sagt mir das gerne. Schreibt mir bitte gerne dazu, warum du dieses Buch sehr schön findest, warum du es gerne haben möchtest, warum du gerne in den Lostopf hüpfen möchtest, um das Buch zu gewinnen. Und ja gut, dann geht's jetzt noch die Regeln. Du solltest über 18 sein oder die Einverständniserklärung deiner Eltern haben. Du solltest bitte in Deutschland wohnen. Das ist für mich dann im Endeffekt kostengünstiger. Ich würde sagen, wir lassen dieses Gewinnspiel genau eine Woche laufen. Das heißt, in meinem nächsten Video am kommenden Donnerstag werde ich dann den Gewinner enthüllen. Das heißt, ihr habt bis Mittwochabend um 23.59 Uhr Zeit, um einen Kommentar zu hinterlassen. Ich schreibe euch die Daten genau nochmal in die Infobox, schaut da gerne nochmal rein. Da schreibe ich auf jeden Fall das Datum dazu, weil das habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf. Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr mir ein bisschen was dazu schreibt. Und dann habt ihr die Chance, dieses Diogenes-Buch zu gewinnen. Ich drücke euch die Daumen. Ja, und damit sind wir auf jeden Fall schon fertig mit meinen Neuzugängen. Das ging dieses Mal doch ein bisschen schneller, weil ich ja die ganzen Folgebände natürlich nicht vorlesen darf. Das sind ja alle Spoiler. Die schönsten Neuzugänge fand ich auf jeden Fall die Paper Princess Trilogie. Also Band 2 und Band 3 sind ja diesen Monat bei mir eingezogen. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, habt ihr die schon gelesen? Wollt ihr die noch lesen? Was haltet ihr davon? Und keine Ahnung, schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr zu den vorherigen Büchern schon kennt. Was habt ihr davon gelesen? Was wollt ihr noch lesen? Oder was steht auf eurer Wunschliste? Gerne alles in die Kommentare. Und wenn ihr die Rezensionen zu diesen Büchern nicht verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr Neuzugänge gerne häufiger sehen wollt, ich mache das ja einmal im Monat, wenn ich Neuzugänge habe, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann freue ich mich ganz doll und ja, vielleicht seht ihr hier ja noch ein Video, das euch gefällt, dann schaut gerne vorbei und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye, bye!